Und dann geht's auch gleich weiter. Wo sind wir denn? Was machen wir denn? Oh Gott. Ja, Lurz, komm. Das schaffen wir. Hexenkönig töten, den Rest besiegen, die Braun landet. Das wird knackig. Aber das ist gut machbar. Und hier werde ich jetzt dafür sorgen, dass ich eine. Ich werde versuchen, dafür zu sorgen, dass ich eine bombenheftige Wirtschaft aufbaue, um dadurch eine bombenheftige Armee aufzubauen. Mit alles ausgerüstet, volle Kanne, mit Ballisten und. So viel wie halt geht. Und jetzt rennen wir erstmal darüber. Ah, obwohl wir können ja hier schon mal gleich Zeugs hinbauen. So. Ich weiß nicht, ob das jetzt mir gehört, das Land, oder nicht. Keine Ahnung. Drache? 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 Nee. Der Drache, ich finde den nicht so super. Also entweder. Er ist nicht schlecht, aber. Ah, da unten. Ja, gut, dann gehen wir gleich. Hihi. Ja. Hast du toll gemacht, Blödtroll? Jetzt bist tot. So. So. Schön die Katapulte töten. Die Baumeister, die sollte ich retten. Die müssen überleben. Wo hat denn der Helden? Sehe ich nicht. Saruman! Ja, bisher eine ziemlich knackige Schlacht. So. Duckt euch, ja. Ihr hättet es auch mal besser gemacht. Kriegen die da voll aufs Maul und verrecken. Unglaublich. So, wenn wir den schon mal vernichten können, dann haben wir ja schon mal einen Vorteil. Hat es hier irgendwo einen Held? Sehe ich nicht. Der bildet sehr viel aus, aber ich krieg gut Geld. Das ist auch schön. So, ich expandiere jetzt dorthin, wo er sich aufgebaut hat. Und dann, so, der müsste jetzt demnächst sterben, dann haben wir nur noch einen Gegner. Und das ist dann sehr gut für mich. Oh. So, Stachelschwein. Viel Spaß damit. Damit sind die nämlich auch instant tot. So, komm schon. Tötet den Baumeister, dann haben wir das hinter uns gebracht. Ja, kannst so lang retten, wie rennen, wie du willst. Oh. Da. So. Mal sehen, wie gut Lurz sich jetzt hier macht. Allerdings sehe ich mich dazu gezwungen. Was macht er denn? Ach, ich habe den Blutdurst nicht gemacht. Oh, das war jetzt dämlich. Ja, dann verliere ich doch. Dann verliere ich doch, weil die Ballisten, die retten mich jetzt auch nicht mehr. Verdammt. Ja, schade. Sehr schade. Plan fehlgeschlagen. Was für ein Schwachsinn. Nicht gut. Definitiv nicht gut. Na gut. Kommt vor. Ist knackig. Ist definitiv knackig. Das Ganze hier, sind die ausgerüstet? Nein. Oh Gott.
Aber Fangorn habe ich schon mal geschafft. Vielleicht schaffe ich es wieder, obwohl es sehr schwierig wird. Gegen drei, die braunen Lande habe ich auch nicht gegen zwei geschafft. Ne? Es sah mal ganz gut aus. Und dann, nope. Dann war es plötzlich ganz, ganz blöd. Ja, du musst wüten. So. Ja, das eine lief gar nicht so gut. Schade. Ja, war mir klar, dass der da oben ist. Es war mir ziemlich klar, dass der da oben ist. Du wirst es hinkriegen. Ja, aber du sollst da schon noch angreifen, ne? Und ihr sollt hier das Gold abholen. Aha, der Ring. Na, jetzt bin ich mal gespannt hier. Ja, mal gucken, wie das so wird. Sehen wir gleich. Übrigens, ich habe im Zuge dessen von meinem, dass ich mein Projekt vorbereitet habe. Wow, nope. Haha, was für ein Idiot. Ja, klar. Ja, das war nicht schwer. Wenn der direkt neben mir baut, was soll denn der Schwachsinn? Habe ich herausgefunden, es gibt einen Fan-Patch. Keine Mod, aber ein Fan-Patch. 2.2.0. Und ich weiß nicht viel darüber. Nur, dass es den Ringkrieg und die Balance des Spiels drastisch verbessern soll, angeblich. Falls jemand von euch Erfahrungen mit dem Patch 2.2.0 hat, würde ich sehr gerne wissen, was es damit alles auf sich hat und ob der auf Deutsch funktioniert. Verdammt. Ah, wenn dem so ist, wäre das nämlich super. Wenn dem nicht so ist, naja, schade. Ich glaube nicht, dass ich das hier gewinnen werde. Bei aller Liebe. Sieht sehr schlecht aus. Aber vielleicht schaffen das ja die Gebäude hier. Obwohl er mir alles zerlegt. Also ich weiß halt nicht, ob der Patch auf Deutsch funktioniert, bevor ich jetzt mitten im Play irgendwas kaputt mache oder ändere, was ich nicht ändern sollte, lasse ich das lieber. Aber wenn der Patch wirklich so gut ist, wie er halt, wie gesagt wird, dann wäre mir das schon recht. Nee, das habe ich auch verloren. Was soll ich denn da noch groß machen? Ja, erklärt's mir das mal. Das sind einfach zu viele Gegner hier, die da überall bei mir ran reinrennen. Das ist einfach zu viel Kradum Lord. Keine Chance. Keine Chance. Weil ich habe ja gesagt, ich würde diesen. Jetzt schaut es langsam bitter aus. Dieses Spezial-LP machen.
wo ich dann sage, ich darf hier nicht über, also ich darf nicht ins Minus geraten. Na? Mit dem Zeugs, mit den Truppen, die ich ausbilde und mitnehme und so weiter. Und ja, das hätte ich, das möchte ich schon noch machen. Und genau das soll angeblich durch dieses Play dort dann auch passieren. Ne? Also genau das soll angeblich dort dann der Fall sein, dass man nicht ins Minus geraten kann. Und wenn die Balance sich verbessert, ich meine, ich habe jetzt hier nicht super viel. Es gibt so ein paar Dinge, wo ich sage, ja, da ist die Balance vermutlich wirklich ein bisschen schlecht. Aber davon abgesehen fällt mir jetzt nichts Drastisches ein. Wo das der Fall wäre. Von dem her, ja, mal schauen. Ich mach das jetzt so, der Grima, der rennt jetzt hier durch und holt sich Mordor, während Lurz zurückgeht, um sich ins Klamm zu greifen. Ich glaube, das ist der bessere Weg. Ja. Schauen wir mal, was wir hier noch so hinkriegen können oder nicht. Aber der Patch steht mich sehr interessieren. Vielleicht probiere ich ihn auch einfach mal aus. Nachdem ich mit. Ich glaube, es fehlt ja jetzt noch hier Isengard. Und anschließend noch die Elben, soweit ich weiß. Und dann bin ich durch. Und wenn ich das habe, wenn ich das habe, dann schaue ich mir wahrscheinlich den Patch 2.0 zweimal an. Weil der soll, ich glaube, die Menschen waren zu schwach und Angmar zu stark und die Zwerge zu kräftig und. Also es soll einige Differenzen oder Defizite, Differenzen sind ja nicht schlimm, aber Defizite gegeben haben in Bezug auf dieses Spiel und die Balance. Und ja, wenn dem so ist, dann kann man ja gucken, wenn die Balance dann wirklich besser ist, das Spiel anspruchsvoller wird und mehr Spaß macht. Bin ich da absolut dafür. Aber ich möchte es halt wirklich erstmal wissen, ne? Ich möchte es erstmal wissen, ob das wirklich der Fall ist. Ob das Spiel dann auch wirklich besser ist. Macht es dann mehr Spaß? Ist es schwieriger? Ist es anspruchsvoller? Und das täte mich dann wirklich interessieren, ob das so zutrifft. Von dem her, falls das jemand weiß, los, los, los. Ich glaube, ich habe für diese Aufnahme auch noch kein Codewort. Nehmen wir einfach mal als Codewort Wargreiter. Das ist ziemlich einfach. Wie brutal die halt sind. Ne, reißt ihnen die Arme ab. So, das geht nur bei Wargreitern. Nicht. Nein. Nicht bei Wölfen. Na gut. Ja, du wirst es doch wohl irgendwie überleben, oder? So. Na also, wird schon irgendwie. Das Ding habe ich echt nicht eingenommen, wie schlecht. Ich will das Ding aber haben. Plündert es. So. Jetzt müsste ich nur noch genug Schmelzöfen bauen, damit ich dann schließlich hier ausbilden kann, dann passt das. So. Sehr schön. Ach, schön macht er das mit der Fähigkeit. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht.
Einfach mal alles raushauen, wird schon passen. Ja, gewonnen, passt. Yay! Gut, gut. Sehr schön. Ja, bis dahin schaut das ja dann ganz anständig wieder aus. Ich werde mir den Patch wahrscheinlich wirklich... Ich will ihn jetzt nicht ziehen. Noch nicht, aber vielleicht schaue ich mir mal ein Video dazu an oder so. Mal gucken, keine Ahnung. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut.